Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Das ist geil. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Ich darf euch wirklich ganz, ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Video hier auf InScope. Halt dein Maul. Ja, die letzten beiden Videos handelten ja ein wenig von Musik, möchte ich sagen. Ich will doch nur reich sein. Alles klar, Digga. Viele Leute haben Meinungen geäußert, hinter denen ich zu 100% stehe. Also das sind jetzt alles Kommentare von Alles klar, Digga. Also Affe Daniel, Instagram heißt der Ganze. Der schreibt gar nicht Beat geklaut oder so. Naja, ich bin auch mal so meine Musik-Library durchgegangen, ja. Skippst du die verschiedenen Lieder durch. Auf einmal kommt All Day von Kanye West. Und ich höre auf einmal, heilige Scheiße, Kanye hat mein Beat geklaut, dieser Pisser. Bis ich dann letztendlich herausgefunden habe, ein Kollege hat mir gesagt, dass der tatsächlich den Beat vor mir verwendet hatte. Und dann hatte ich auch noch genau gleich Alles klar, Dicker gesagt, wo er All Day, ihr wisst schon, was ich meine, ja. Daniel, danke wirklich für deinen Kommentar. Ohne dich hätte ich's nicht, wäre ich nicht darauf aufmerksam geworden, dass ich das Ganze geklaut habe. Alle werden Rapper. Hört doch einfach auf damit. Ich höre einfach auf. Warum fängt jeder YouTuber an, Musik zu machen? Was ist der Job eines YouTubers? Der Job eines YouTubers ist, die Leute mit Scheiße zu unterhalten, okay? Natürlich ist es eine kreative Aufgabe. Ich meine, man kann nicht einfach hergehen und sagen, gut, ich produziere jetzt Scheiße. Bei vielen kommt sogar was Sinnvolles raus. Ja, das geht gar nicht. Musik machen, okay? Ist ebenfalls eine kreative Aufgabe. Und ich finde, das unterstützt das Ganze super, dass ich im Prinzip dem Scheiß-Content, den ich bereits produziere, dass ich dem einfach nochmal zusätzlichen Scheiß hinzufügen kann. Ist das super, oder? Oh nee, bitte nicht! Bitte nicht noch einer! Wer kommt als nächstes? Montana? Hört doch bitte auf! Und wie geil er die Stimme verstellt, um krasser rüberzukommen. Mann, was für ein abgewichstes Arschloch! Und ich bin da einfach an dem Punkt, wo ich sage, absolut richtig. Es stimmt. Es fuckt mich selber ab, wenn so ein YouTuber hergeht, ja, und anfängt Musik zu machen. Diesen Beruf YouTuber finde ich generell schon mal richtig unnötig, ja. Jetzt verdienen diese Penner seit neuestem damit noch richtig viel Asche. Das geht mir schon gewaltig gegen den Strich. Und jetzt meinen die noch, dass sie in meine, ja, in meine Hip-Hop-Szene eintreten können und denken, sie können hier Hip-Hop vergewaltigen. Nicht mit mir, ja. Ich werde hier meine Hater-Kommentare schreiben. Immer schön Autos von Bekannten ranholen. Warum protzen, wenn man nicht Dr. Dre ist? Das ist es, Leute! Bei jedem Musiker, wo ich mir ein Musikvideo reinziehe, da denke ich mir, sag mal, Leute, was brüllt denn ihr rum? Ihr seid nicht mal Dr. Dre! Diese Leute gehen mir so auf die Eier, die meinen, auf dicken Prolo machen zu müssen, ja? Mit geliehenen Autos? Dicke Musik oder was? Alles klar, Digga. Hier ist gar nichts klar, Digga. Die Situation ist völlig unklar, Digga. Als nächstes kommt wahrscheinlich noch ein Track von Ducky B featuring Mrs. Beauty Palace. Und jetzt kommt wirklich einer, der spricht mir aus der Seele. Mensch, Benedikt Westphal. Mann, der Benedikt Westphal, der bringt's wieder auf den Punkt. Genauso ein Quatsch wie ApoRed. Bleib bei deinen Vlogs. Da haust du ja noch einen guten Joke pro Video raus, ja. Mega. Aber wo ist denn da der Flow, ja? Ich hab mir alles klar, Digga, reingezogen. Weiber finden meinen Apparat, Digga. Ich bin YouTuber und kein Mathematiker. Und die ganze Zeit war ich auf der Suche nach dem Flow. Okay, der Beat ist nicht so geil und sehr austauschbar, aber das wirkt so gezwungen, wie du rappst, ja? Ihr kennt es ja normalerweise so, negativ, aber positiv. Oder positiv, aber negativ. Bei dem ist es so, negativ, aber negativ. Bester Typ, ich schwöre. Ich bin wirklich direkt auf einer Seite mit dir gewesen, Benedikt. Ganz großes Kino. Dieser InScope, ja, geht mir sowieso schon von Anfang an auf die Eier. Auch der Rainer ist genau auf meiner Seite, weil genau sowas ruiniert Rap. Ich war nämlich noch ein paar Tage, bevor Alles klar, Digga, rausgekommen ist, habe meine ganzen Faith-Song nochmal reingepumpt, zum Beispiel Everyday Saturday. Da gab es noch sowas wie Everyday Saturday Parodie. Und dann ist Alles klar, Digga, rausgekommen und Rap war für mich ruiniert. Ich konnte ab dem Tag kein Rap mehr hören. Ich habe mir den Track wirklich öfter angehört, aber was mir direkt vom Anfang aufgefallen ist, war, das Hintergrundlied passt gar nicht zum Text und zum Rhythmus. Ist euch das mal aufgefallen? Ich will da InScope wirklich nicht an Wagen pissen. Aber streng genommen wäre der richtige Rhythmus so. InScope! Alles klar, Dicker! Weiber finden meinen Apparat, Dicker! Ich bin YouTuber und kein Mathematiker! Alles klar, Digga. Es waren ein paar Kommentare von Alles klar, Digga, zu Musik von YouTubern oder generell zu Musik von irgendwelchen Leuten, die eigentlich nicht direkt was mit Musik zu tun haben. Schaut euch das Ganze an. Gefällt es euch? Lasst einen Daumen nach oben da. Gefällt es euch nicht?
lasst einen Daumen nach unten da. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schaut einfach nicht mehr vorbei. Man muss sich doch nicht die ganze Zeit darüber aufregen, dass Leute Musik machen, die eigentlich nichts mit Musik zu tun. Es geht eigentlich nur an einen kleinen Teil der Leute. Übel viele haben es gefeiert, möchte ich gar nicht sagen. Und ich bin auch extrem dankbar dafür, für das heftige Feedback. Die Leute, die Musik raushauen, die lieben Musik einfach. Lasst sie doch ihr Ding machen. Und wenn ihr es scheiße findet, dann zieht es euch nicht rein. Was geht? Und im Endeffekt kann man einfach nur eine Sache sagen. Entweder ihr feiert die Musikvideos oder ihr verpisst euch. Was für ein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und abonniert diesen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Eine kurze Anmerkung, und zwar, es werden jetzt nächste Zeit nochmal eine Quiz-Challenge kommen und es wird ein Wettessen kommen gegen Spendi. Massephase, Wettessen ist am Stissel. Das heißt, schaltet auf jeden Fall demnächst ein. Haut rein, Leute, wir sehen uns.